Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder ein kleines Breakletics-Workout zusammen. Zwei Exercises und wir legen auch direkt los. Macht euch bitte ein kleines bisschen vorher noch warm, wenn ihr nicht schon irgendwie warm seid oder gerade sowieso beim Workout seid. Let's go, erste Übung. Okay, die erste Übung ist der Step Style. Wir starten in der Plank-Position, Ausgangsposition, Schultern über den Handgelenken. Das rechte Bein geht nach vorne, Step raus, ran, zurück, zurück. Step, ran, zurück, zurück. Wenn euch das zu leicht ist, dann macht ihr Level 2 schon. Step, ran, zurück, zurück. Step, ran, zurück, zurück. Und wenn ihr euch richtig, richtig sicher fühlt, geht ihr Step, hoch, zurück, zurück. Step, hoch, zurück, zurück. Ganz, ganz simpel. Macht einfach euer Level, eure Variation. Wir starten gleich alle zusammen im halben Tempo und anschließend versuchen wir mal das Tempo ein bisschen höher zu nehmen. Okay, let's go. Plankposition, Schultern über den Handgelenken, aktiv in den Boden greifen, halbes Tempo. Oh. Step, step, zurück, zurück. Step, ran, zurück. Zurück. Ich nehme jetzt direkt Level 2, aber ihr könnt natürlich auch beide Hände ballen. Ran, zurück, zurück. Oh, Step, ran, zurück, zurück. Tap. Ran, zurück, zurück. Kurze Pause, lockert ein bisschen die Handgelenke. Als nächstes gehen wir jeden Beat und gehen dabei dann hoch, wenn ihr könnt. Das heißt, ihr nehmt beide Hände kurz vom Boden ab und startet dann jeden Beat. Let's go. Und 5, 6, 7, 8. Step, run. Step, tap. Und tap. Tap. Falls das zu schwer ist, könnt ihr natürlich auch zurück wieder. Halbes Tempo. Run. Gleich geschafft. Durchhalten. Lockern. So, jetzt wisst ihr einmal jeden Beat und einmal halbes Tempo. Im nächsten Intervall sucht es ruhig selber für euch aus, welche Variation euch am besten gefallen hat. Letzte Runde. 5, 6, 7, 8. Step, run. Durchziehen, fast geschafft. Achtet darauf, dass die Schultern immer wieder über den Handgelenken sind. Fast geschafft, durchziehen. 5, 6, 7, wunderbar, Leute. Erste Übung geschafft. Übung Nummer 2 sind die Cross Crunches. Jetzt tun wir was für eure Bauchmuskulatur. Wir starten im Sitz. Ganz, ganz entspannt. Ihr habt zwei Varianten. Entweder ihr macht die komplett im Sitzen oder wenn ihr es merkt, ihr merkt es mehr im Hüftbeuger, macht ihr es komplett auf dem Rücken. Ich werde jetzt die Variation auf dem Rücken machen. Ihr könnt zu Hause frei entscheiden. Wir starten. Rechtes Bein kickt. Linkes Bein unten drunter und ihr kommt hoch und den Crunch. Zurück in die Mitte. Kick, Center, Kick, Center. Genau das gleiche könntet ihr dann auch im Sitzen machen. Ihr habt Kick, Mitte, immer halbes Tempo, schön kontrolliert. Ob ihr in der Mitte hier die Füße absetzt oder in der Luft haltet, überlasse ich euch, okay? Bereit machen. Und Mitte, Kick, Mitte, oh, tap, Center, tap, und tap, sehr gut, komm, fast geschafft, durchhalten, fight, go.
hochgehen in den Seitstütz. Merkt euch gut den Arm, mit dem ihr jetzt gerade anfangt, weil in der zweiten Intervallpause wechseln wir die Seite. Im nächsten Intervall mache ich eine Runde mit euch im Sitz. Rechtes Bein beginnt. Und Kick. Center. Kick. Center. Kick. Sehr gut. Und Kick. Brust schön raus. Rücken gerade. Kick. Mitte. Kick. Mitte. Fast geschafft. Denkt dran auf den anderen Arm jetzt. Letztes Mal. Und andere Seite, Seitstütz. Spannung halten. Ein letztes Intervall nur noch. Und wir kommen zurück. Noch einmal. Letztes Mal in Rückenlage. 5, 6, 7, 8. Und tack. Mitte. Tack. Ich merke die Übung immer so viel besser im Bauch. Deswegen mache ich sie lieber im Rücken. Geschafft, Leute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn ihr mehr solche Workouts wollt, schaut auch unbedingt mal bei Breakletics auf dem Kanal vorbei. Da sind noch viel, viel mehr Workouts. Oder auch bei Pete Air auf seinem Kanal. Er macht auch jede Menge Workouts. Interessante Videos auch zu einzelnen Themen im Fitness. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 6, 7, 8.